Nun geht es weiter jetzt durch die Stadt. Das wurde automatisch gespeichert. Das Blumenmädchen haben wir getroffen und da sind wir wieder ein paar Gegner. Jetzt haben sie sogar noch Schilder. Super. Aha! Selber haha! Also, die jetzt mit Schilder, dass die Schilder nicht durchbrechen, dass ich die nicht durchbrechen kann, so richtig. Okay, muss ich mir aufpassen. Kein Entkommen! Hä? Wo denn? Ach da. Okay. Ein Schlag für zwei ist doch schön. Das tut immer gut. Die Werbung ist aber cool da hinten, oder? Die ist cool. Ich bekomme nicht was. Oh! Ja, ein paar Backfehler. Ein paar Backfehler sind ganz normal. Aber ist es nicht schön? Wir haben ein Blümchen an der Brust. Wir haben ein Blümchen an der Brust. Da oben ist auch noch einer. Ach komm. Dieser Rundumschlag ist cool. Okay, hier ist nichts. Da ist er. Wir wollen ja nichts verpassen. Du hast keine Chance. Auf den Boden. Wir hätten auch gleich von da drum laufen können. Gut zu wissen. So, rollen und Viereck. Und zack, mal mit dem Rundumschlag. Ist doch schön. Ja, okay, ich kann mich nicht bewegen. Danke, danke, hallo. Ey, dass er aber stehen bleiben muss währenddessen. Boah, nervt.
Komm schon. Alter, diese Hunde nerven übelst. Richtig übel. Okay, wir haben fast das, wir sind fast angekommen. Jetzt gehen wir mal nach links. Aber die Musik ist super, oder? Ich weiß, die Musik ist ein bisschen laut über mein Ohr. Aber ich möchte ja auch, dass ihr auch die volle Lautstärke vom Spiel habt und auch natürlich für meine Stimme. Daher habe ich das so angepasst. Also nicht wundern, wenn ihr das in die Kommentare schreibt oder so. Mir ist es bewusst. Aber eigentlich muss es so perfekt sein. Die Ratte sind fest. Jetzt hat dein Spiel ein Ende. Ja, ihr wollt mich doch verarschen. Oder nur noch mehr Leute. Boah, die Übersicht, die behalten, ist schwierig. Oh. Sauberer Schnitt. Okay, roter Schild. Das hört sich, sieht eher das Schlimme, was Schlimmeres an. Ah, das Kommandant. Alter. Den spare ich zum Schluss auf. Komm. Ja, genau. Ja, ist okay. Du willst mich doch verarschen. Ja, dann komm. Das war's dann. Hier ist kein Durchkommen. Solche Kämpfe machen aber auch mega viel Spaß, finde ich, wiederum. Leck mich! Am Arsch! Noch mehr! Okay. Yeah.
Armer Cloud. Wo bleibt er denn nur? Armer Cloud. Ist doch kein Grund zur Sorge. Dem ist schon nichts passiert. Ihr habt selbst gesehen, was der kann. Die Jungs von Soldat sind halt eine andere Liga. Ja. Ich hoffe, dass er bleibt. Bist du ja endlich. Hä? Mhm. Wolltest dich wohl vor der Arbeit retten, was? Shinra war uns auf den Fersen, also hab ich sie aufgemischt. Ich wollte euch Ärger am Bahnhof ersparen. Nicht schlecht. Na, was hab ich gesagt? Ja. Warte. Ich muss euch da noch etwas Wichtiges sagen. Ja? Draußen waren unsichtbare Wesen. Aha. Hä? Wie Geister in langen Roben. Klingt eher sichtbar. Erst später. Nachdem sie mich berührt hatte, denke ich. Eine neue Shinra-Waffe? Bestimmt hast du vor Angst halluziniert. Vergesst es. Ich hätte nicht sagen sollen. Ab ins nächste Abteil. Ach komm, sowas kann man doch glauben. Sowas spinnt man sich nicht vor. Allerdings. Will halt jeder raus aus dem Sektor. Was gibt's da zu meckern? So fallen wir weniger auf. Wir sehen uns bei Ankunft vorne im Zug. Aufgrund des Störfalls in Makoreator 1 kommt es auf jeder Strecke derzeit zu Sieht schon ziemlich geil aus. Ich finde immer noch die Grafik total geil. Auf der Platte ist es auch nicht sicher. Seine Muckis, seine Oberarme. Alter Schwede. Geschieht den arroganten Plattenschnöseln ganz recht. Ich will nur nach Hause. Selbst die Güterzüge sind schon besetzt. Alle wollen raus. Mein Schatz, wir müssen nicht freiwillig in der Lanze zurückkehren. Die Leute sind ganz schön aufgewühlt. Was hast du erwartet? Du, Cloud. Ich wollte eigentlich nach Sektor 3 fliegen. Kannst du jemand anderes suchen? Ach komm schon. Jetzt sei doch nicht so. Wer hat an mir rumgezupft? Zum Glück habe ich den Zug noch erwischt. Ich will schlafen. Eine Fresse. Darf ich dich mal was fragen? Ob man die Schuldigen wohl schon gefasst hat? Diese Kämpfe mit Shinra, macht dir das gar nichts aus? Ich meine, das sind schließlich schwer bewaffnete Jungs. Wüsste nicht, wie ich war bei Soldat. Ich hatte ganz schön Schiss. Kannst du mir glauben? Gewöhnst dich schon daran. Ehrlich gesagt hoffe ich, kannst du mich bitte einfach dass ich das niemals muss. Wäre ich mal lieber zu Hause geblieben, statt draußen rumzurennen. Auf der Platte ist es mir einfach zu unsicher. Das ist alles nur ein Traum, oder? Ich fühle mich hundeelend. Nicht ernst, oder? Die Schäden in Sektor 8 sind einfach zu groß. Genauso sehr wie die. Ich verstehe das nicht. Meintest du nicht vorhin noch, Makogase hätten die Explosion verstärkt? Das war meine erste Vermutung. Aber sowas haben die Konstrukteure doch sicher bedacht. Du hast diese unsichtbaren Wesen erwähnt, nicht wahr? Ja. Ach, egal. Ich sollte den Fehler lieber erstmal bei mir suchen, bevor ich anderen die Schuld in die Schuhe schiebe. Ja, alles andere bringt mich nicht weiter. Das steht fest. Aber vielen Dank fürs Zuhören, Cloud. Oh. Vielleicht werden die ich anderen immer gern zu. Auch noch angegriffen. Einen Reaktor in die Luft zu jagen. Was haben die sich dabei gedacht? Offiziell wurde noch nichts gesagt, aber das waren sicher diese Terroristen. Avalanche. Meinen Sie diese Mistkerle, die auch schon mal den Direktor umbringen wollten? Mhm. Ob die Shinra erpressen wollen? Hey, redet keinen Stuss. Avalanche will doch nichts anderes als den Planeten retten. Hm? Und wer sind Sie, mein Herr? Ein redlicher Bürger, der sich um die Welt sorgt. Was? Wer es glaubt, wird selig. Obst. Der deckt noch aus. Diese Explosion
Sollte sicher ein Warnschuss für die Verbrecher da oben sein. Ich meine die Drecksäcke, die den Planeten ausbeuten. Wie hießen die Penner noch gleich? Das müsstet ihr doch eigentlich wissen. Einschüchtern lassen wir uns durch sowas nicht. Egal was passiert, wir machen so weiter wie bisher. Genau, denn Widerstand können wir auch. Und wie? Wow, das wollen wir sehen. Gott, so ein... Okay, das ist lustig. Das ist wirklich lustig. Natürlich. Wir tun auch nur, was wir können. Gehen wir. Läuft? Kann man sagen? Einfach, als ob ich schlaf. Ach, geil. Ich hab nichts gehört. Ein Hoch auf Shinra. Was für ein Schwachsinn. Wir tun das Richtige. Ein Hoch auf Shinra. Was für ein Schwachsinn. Okay. Hast du kurz Zeit? Klar. Neue kriegen eine Einführung. Die Karte hier ist wie gemacht dafür. Wahrscheinlich kennst du das meiste schon. Aber ist halt so Tradition. Wie oft muss ich euch das sagen? Ich... Wenn du weiter so meckerst, kriegst du noch Falten. Hier, sieh mal. Das ist ein Gittermodell unserer Markusstadt Midgar. Sie wurde auf einer riesigen Metallplatte errichtet, die sich 300 Meter über dem Boden befindet. Das stählerne Fundament dieser strahlend schönen Stadt. Doch wo Licht ist, fallen Schatten. Das Ganze verbraucht Unmengen Marco-Energie, was aber keinen zu stören scheint. Achtung! Wir passieren in Kürze einen ID-Kontrollpunkt. Das hier ist die Route unseres Zuges. Wie du siehst, schlängelt sie sich spiralförmig um den Hauptpfahler herum. Da! Wir sind gerade auf halber Strecke. In diesem Bereich werden die IDs gescannt. Und zwar von allen Fahrgästen. Geburtsdaten, Zugangsberechtigung, Vorstrafen... Sämtliche Informationen gleichen sie mit ihrer riesigen Datenbank ab. Zu unserer eigenen Sicherheit heißt das. Es geht los. Oh. Unsere IDs sind natürlich sauber. Hey, schließlich habe ich sie gefälscht. Und gleich sind wir auch schon wieder unten. Gutes Gefühl. Sieh gut hin. Diese faulige Pizza ist schuld, dass die Leute hier unten so ein dreckiges Leben haben. Shinras Makrogier ist grenzenlos. Karge Böden und die Luft so schlecht, dass nichts mehr wächst. Wen's stört, der kann doch abhauen. Hä? Mich hat auch nichts aufgehalten. Wer stark ist, sollte sich für die Schwachen einsetzen. Wie wär's, wenn du zur Abwechslung mal was für andere tun würdest? Wir sind alle wie dieser Zug. Unser Weg ist uns vorherbestimmt. War doch ganz schön. So war es nicht geplant. Trophäe, ach wie schön. Anscheinend Kapitel 2 durch, schätze ich mal. Ich habe mir die Trophäen noch gar nicht angeschaut. Aber das war schön gerade. Ich mag die Animation dazwischen und die Story. Kapitel 3, der Himmel in den Slums. Hey, hier, willkommen hier zurück. Sind wir. Oh, ihr seid aber okay. Was denkst du denn? Papa! Seid ihr guten Namen, mein Spatzi? Ich hab dich vermisst. Mir ist nichts passiert. Ach, wie schön. Nichts passiert? Was ein Glück. Wir haben's geschafft! Astra, gesund und munter zurück. Die Mission war ein voller Erfolg. Ein großer Schritt für die Rettung des Planeten. Genau. Leute! Tönt hier nicht so rum. Wir fliegen auf. Oh Mist. Bis zur nächsten Mission habt ihr Ausgang. Schlagt euch mal richtig die Bäuche voll.
Bis später. Oh? Etwa vergessen? Wir treffen uns im siebten Himmel. Tifa wartet sicher schon auf dich. Ich freue mich auf Tifa. Slums von Sektor 7, Bahnhof. Oh, die Musik ist so schön. Einfach nur schön. Ich liebe die Final Fantasy Musik. Somit, wir werden jetzt beim nächsten Part auf jeden Fall tiefer treffen und ich freue mich jetzt schon. Muss mich gerade strecken. Somit, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.